Konnichiwa, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Ja, wir sind immer noch auf der Jagd nach Gosakus Rüstung. Ja? Und dafür müssen wir alle Gehöfte befreien, also alle Höfe. In der letzten Folge haben wir schon mal zwei befreit. Ich habe offline nochmal drei befreit und jetzt sind wir auf dem Weg zum letzten, zum Takeshiki-Gehöft. Und bin gespannt, ob wir dort den Schlüssel bekommen für Gosakus Rüstung. Bis jetzt haben alle Geiseln überlebt. Hab nicht alle Bonusoptionen ziehen können. Leider Gottes, denn ja, Munition war alle. Und Sprengpfeile, töte drei Gegner mit Sprengpfeilen. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich das wollte. Ne? Trotzdem ist nichts passiert. Wir werden jetzt in Richtung Takeshiki-Gehöft reiten. Vorher hier mal noch eine kleine Herausforderung machen. Müssen wir ja auch, ne? Nicht immer nur heimlich töten. So. Och, Junge. Ah, diesen zweiten Schlag, ne? Dieser zweite Schlag, das ist so ein minimales Timing. Das ist so schwer. Aber was soll's, ne? Wir werden das auch noch irgendwann hinkriegen, irgendwann lernen. Hm, Gesundheit ist nicht ganz so hoch, aber sie ist hoch. So, knallt schon wieder überall. Ab zum Takeshiki-Gehöft. Ah, ich bin gespannt. Gosakus Rüstung. Die nächste Rüstung, die wir volle Leistung prügeln müssen. Und da unten ist das Takeshiki-Gehöft. Mal Blumen mitnehmen, gelbe Blumen für gelbe Farbe. Ihr seht, ich habe auch die Rüstung gewechselt, ne? Jetzt wieder die Samurai-Clan-Rüstung. Und da ist das Gehöft. Töte brennende Gegner. So. Okay, also müssen wir eigentlich Brandpfeile ausrüsten, ne? Ups. So. Okay, 3 von 4. Nein, jetzt habe ich natürlich keinen Brandpfeil mehr. So, kriegt man hier wieder ein. Ah, 4-mal Pfeile, schade. Also seht's, diese Bonusmission. Oh, Hilfe. Seid ihr frei. Ich lebe noch. Danke, mein Herr. Geht. Gebt auf euch acht. Überhaupt kein Problem, mein Freund. Geh, gib auf dich acht. Tja. Wir sammeln ja auch keinen Brandpfeil mehr ein. Schade. Kann ich einen normalen Pfeil eigentlich hier anzünden? Geht das? Wie bei Assassin's Creed so? Nein. Schade. Das wäre cool gewesen. Okay, wie machen wir das? Ist ein Vorrat unterm Wagen versteckt. Ich vermute, die zweite Geisel befindet sich hier oben. Tatsache. Komm, den holen wir uns gleich so. Der könnte doch Pfeile einstecken, oder? Lass es. Okay.
Das war's hier. Nein, die sehen uns. Die sehen uns? Da hinten der? Der hatte nur Vorräte, ne? Gibt's hier Brandpfeile? Gibt's hier unten drunter Brandpfeile? Muss ich immer mal schauen, ne? Einmal hier durch. Hier hoch. Irgendwo müssen schließlich ein paar Brandpfeile rumliegen. Nicht wirklich. So. Ratto. Gut, dann lassen wir mal die Geisel frei. Hilf mir! Ja, bin schon da. Stillhalten. Es ist vorbei. Ich danke euch. Ihr seid sicher. Ihr seid sicher, aber eine Geisel fehlt noch. Gespannt, ob die hier unten ist. Ja, hab schon Gegner gesehen. Hab keine Brandpfeile. Weiß auch nicht, wie ich brennende Gegner anders töten soll. So. So. Wo ist denn hier noch ein Gegner? Sie werden uns beide töten. Da ist noch ein Gegner. Okay, Bonus nicht ganz geschafft. Was soll's? Seid ihr frei. Endlich frei! Vorsicht da draußen. Ja, schade. Aber wir haben noch eine Chance. Eine Geisel gibt's noch. Oh, jetzt so einen Brandpfeil finden, ne? Das wäre schon top. Aber auch leider nicht die Möglichkeit, einen Brandpfeil selber herzustellen. Das wäre halt noch richtig cool. Der hat aber auch nichts. Mist. Mist, 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 Mist. Da unten sind schon die nächsten Gegner. Hier hätten wir vielleicht eventuell die Chance. Ein Mappfeil. Schade. Echt schade. So. Was ist das hier? Na, noch nicht ganz. Da lebt noch ein Hund. Oh. Hi. Wie? Du kannst noch nicht weg. Ah, okay. Zack. Gut, haben wir das auch. Ja, bin da. Alles da. Wird wieder gut.
Meine Gebete wurden erhört. Ihr seid sicher. Schlüssel, Gosakus Rüstung, hallo? Okay. Ich hätte gern den Schlüssel bekommen. Was ist denn hier los? Legendenerzähler. Na, vielleicht gibt es die Schlüssel noch woanders. Fürst Sakai, sei gegrüßt. Sei gegrüßt, mein Freund. Viermal Pfeil. Ja, jetzt kriege ich viermal Brandpfeil. Ernsthaft? Ach, das gibt's doch nicht. So. Befreit. Nichts mit Gosakus Rüstung hier. Das Phantom von Yarikawa? Aber wie gesagt, ich hätte gern Gosakus Rüstung gehabt, ne? Hier ist aber auch keiner, der mir das erzählen könnte oder mir noch einen Schlüssel geben könnte, wo jetzt so eine Sprechblase aufleuchtet. Ist das fies und gemein? Nein, ich wollte die Rüstung haben. Nein. Ach, Manu. Ärgerlich. Am Bonus kann es nicht gelegen haben, denn an der Quelle oder beziehungsweise an dem Gehöft, wo ich auch die Bonusmission leider nicht ganz erfüllen konnte, gab es im Endeffekt trotzdem einen Schlüssel. Das ist schade. Das ist echt schade. Ist auch keine Sprechblase hier. Gut, Freunde. Nichtsdestotrotz müssen wir nach Akashima? Wir müssen erstmal zur Burg Kaneda. Schnellreise, weil wir haben da oben noch nichts freigeschalten. Allerdings haben wir da oben noch jede Menge zu erledigen. So, hier ist ein unentdeckter Ort. Direkt hinter uns. Da müssen wir nochmal hin. 70 Meter. Fuchsbau, Fuchsbau, sehr schön, Fuchsbau, Fuchsbau. Hi, mein kleiner Freund. Wo ist der Schrein? Wo ist der Schrein? Ja, wo ist der Schrein? Na komm, ist der da unten? Ist der hier unten drin? Da ist er doch, hä? Nee, nicht wirklich. Da lang. Okay. Hier hoch. Nein. Da ist er. So. Nari-Schrein verehrt. Benötigt die Nari-Schrein, um Talisman der Stille zu verdienen. Nicht schlecht. So, weiter geht's. Wir wollten jetzt nach... Vor Ito. Da haben wir einen Schnellreisepunkt. Und von da aus geht's dann direkt weiter. Hier hätten wir auch Sensei... Ach nee, hier haben wir einen Kampfmönch. Haben wir hier Akashima. Hier haben wir Sensei Ishikawa. Hier drüben haben wir Masako. Ja, man, Nato, okay. Also nicht Nato, ne? Kenji ist hier. Und da hätten wir dann wieder einen legendären Gegenstand. Zuallererst... Ne, das ist ja der Leuchtturm, den haben wir ja, ne? Genau. Genau, den Leuchtturm haben wir. Wir reiten jetzt nach Akashima. Kage! So, Kage. Sehr gut, Kage.
Wir müssen durch das Vor. Durchs. Holla, the Wood Fairy. Was habe ich denn hier alles liegen lassen? Haftbomben auch noch liegen lassen? Das kann doch nicht sein, dass ich Haftbomben liegen lasse. Was ist denn da los? Okay. Fremdes Gebiet, fremdes Terrain. Well, Reisfelder von Alt Togo. Sieht das. Das sieht geil aus, definitiv. Aber halt auch sehr verwüstet, ne? Wer ist denn das da? Guck mal, kommst du hier runter, oder? So. Okay, wo ist denn der Pferdereiter? Steht das hier, ja? Okay. So. Okay. Was haben wir hier denn? Hier drüben. Bin schon da, aber was haben wir für eine Melodie? Fürst Sakai, ihr seid es. Ja, kennen wir uns? Letzten Frühling habt ihr das Okada-Gehöft besucht. Die Mongolen sind jetzt dort. Morden und brennen. Es ist furchtbar. Ich erinnere mich. Ich lasse die Mongolen den Hof nicht zerstören. Okay. Ups. Karte aktualisiert. Tatsache, da gibt's dann die anderen Schlüssel für Osakus Rüstung. Alles klar. Wäre auch zu einfach gewesen, ne? Okay, Akashima. Weiter nach Akashima. Aber so kommen wir der Sache na, immerhin auf den Grund. Wir müssen also alle Gehöfte befreien, die sich hier versteckt haben. Hier unten, apropos versteckt, ne? Vogel? Was ist denn? Ich höre doch den Fuchs. Ich habe doch einen Fuchs gehört. Ich habe doch gerade einen Fuchs gehört. So, ihr rennt eh weg. Hier war doch... Fuchsbau, ich sag's doch, da ist er. Na los, was geht ab? Zeig's mir. Zeig mir den Schrein. Kann ja nicht so weit weg sein. Oder doch? Komme. Komme, komme, komme. Und... Ach, hier unten? Von hier kommen wir doch. Aha, da steht er. Na gut. Wir ehren den Schrein. Und sichern uns eine Chance auf einen weiteren Talismanplatz. Nice. Talisman der Stille. Wow. Was haben wir denn da? Was ist das? Ist das... Hau das hin? Kage, komm mal zu mir. Schauen uns mal dieses Gehöft an hier. Was wie ein Fischerdorf oder irgendwas.
Kann man hier hoch? Ja, Tatsache. Okay, ist erstmal, dass man solche Pfahlbauten hier sehen im Spiel. Okay, Schwarzpulverbombe, Kunais, alles voll. Haben wir es hier mit Mongolen zu tun? Ja. Hey! Oh Gott, was ist das für einer? So. Oh. Okay, die sind ein bisschen krasser drauf. Alles klar. Wow, 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 wow. Nur gut, dass wir hier mal reingeschaut haben. Vorräte, Vorräte. Stahl. So, dann haben wir hier die Zelte. In den Zelten ist ja auch meistens irgendwas verborgen. Rauchbombe, Haftbombe. Nächstes Zelt. Noch ein Gegner wird er jetzt nicht hier sein, ne? Wir haben ja eigentlich alle besiegt, ne? Wenn wir den Technikpunkt bekommen, sind alle Gegner eliminiert. So. Oh, ich bin total müde, ne? Es ist Sonntag früh am Morgen. Seit 4 Uhr wach. Und am Aufnehmen. Da ist ein Anführer. Ich habe ihn gesehen, die goldene Rüstung. Ach, das Kage. Mensch, Anführer. Ja. Anführer der Feiglinge. So. Kage. Wir müssen weiter. Wir müssen nach Akashima. Ein goldener Baum. Untypisch für diese Gegend hier. Aber das war der Fuchsbau, genau. Das erinnert mich an Red Dead Redemption 2 hier, ne? So ein Holzsteg kurz vor Rhodes, beziehungsweise kurz nach Rhodes bei Saint-Denis, diese Holzstege. Falls ihr das Spiel gespielt habt. Nur so. Falls nicht, ja, diese Holzstege über Wasser gab es auch bei Red Dead Redemption 2. Kann ich euch nur empfehlen, das Let's Play. Wenn ich hier nochmal ein paar Leinen abstaube. Und mal auf den Turm klettern. Hier haben wir tatsächlich nochmal Vorräte. Das ist so krass, ne? Diese erste Karte, das war nur der Anfang. Der Anfang vom Ende der Mongolen. So, so. Zack. Zack. Das ist eine Straßenlaterne. Haben wir wieder solche Pfahlbauten und hier haben wir eine blaue Pflanze. Noch eine blaue Blume. Ja, Ausdauer wieder, ne? Ja, hab dich schon gesehen, mein kleiner Vogel. Und ich folge dir. Och, wir sind schon wieder bei 24 Minuten. Die Zeit vergeht, ne? Wenn man so neue Sachen erkundet. Das ist Ashikaba. Wir sind also da. Akashima. Nicht Ashikaba, Akashima. Und hier haben wir dann auch die Erzählung von der Legende. So geil, Leute. Und jetzt der absolut krasse Cliffhanger. Diese Legende machen wir in der nächsten Folge. Also dran geblieben. Reingehauen. Liebe Grüße. Euer Rob.